Hallo und herzlich willkommen bei Düsseldorf Dortmund L. Heute mal, wie gesagt, mal andere Karten von Formel 1 Turbo Attack von Topps. Erstmal vorab, kann sein, dass ich ein paar Namen wieder nicht so gut lesen kann. Aber das Wichtige erstmal, ich habe kein Interesse an Autos, sonst ihre. Und da gehört auch Formel 1 auch dazu. Deswegen gucke ich eigentlich kein Formel 1. Deswegen kenne ich mich hiermit nicht aus. Wahrscheinlich werde ich die Karten danach sogar auch verschenken. Ich habe sogar noch was anderes, aber das mache ich später mal. Heute sind nur die zwei Päckchen hier dran. Ich glaube, sind 6 Karten pro Packung drin. Ja, Inhalt 6 Karten. Und mal schauen, wie die so eigentlich sind. Okay. Mal eine glitzernde. Ich guck mal kurz auf noch eine. Ja, noch eine. So. Ich vermute mal, hier oben sind der Name. Wie schon gesagt, ich gucke das nicht, deswegen habe ich jetzt nicht so die Erfahrung von den Leuten da. Lewis Hamilton. Valtteri Bottas. Yuki Tsunoda. Und Jack Dahuda. Die glitzernde mache ich zum Schluss. Und dann schon mal jetzt bei Formel 1 2 glitzernde Karten drin. Ja, tatsächlich. Und dann schauen wir auch Wilses Karten. Ja, warte mal kurz, hier hatte ich auch hier hin. Aber ich glaube, es steht bei jedem mal das. Lewis Hamilton wieder. Aber da jetzt schon doppelt. Walter Bottas, nochmal doppelt. Zwei Päckchen geöffnet und komplett identisch. Als Vergleich. Injektor Hut, Injektor Hut. Ja, alle Päckchen da sind identisch. Alles die gleichen. Aus zwei Packs. Gibt es da überhaupt viele Karten dann davon? Dann steht da dabei, wie viele insgesamt zum Sammeln sind. Aber anscheinend nicht mehr. Also ich sehe hier keins. Oder ich habe die zu weit abgerissen. Aber hier habe ich noch relativ viel dran. Bei denen. Gucke ich eben kurz. Äh, 389 Karten erhältlich. Steht hier auf Deutsch. Ja. Hoffentlich sind die Glitzern ja jetzt nicht auch noch die gleichen. Aber ich glaube nicht, weil hier F2 steht und hier Formel 1. Dann machen wir das zum Schluss. Dann haben wir hier einmal eine Silver Limited Edition. Eine Sheldis Lechlechi. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Dann einmal eine limitierte Gold. Pire Kessli.
Dann nochmal den gleichen in Silber. Und Formel 1 2 Limited Edition. Na, also zwei Päckchen und nur zwei Karten, die nicht gleich sind und alles gleiche. Damit haben wir acht gleiche Karten jeweils. Also ich könnte damit jetzt mit Uno, nicht Uno, Mamao spielen. Ja, wer hat das überhaupt Mamao? Mit hier alle Karten umdrehen und aufdecken, weil ich habe jetzt hier reichlich dafür zur Verfügung. Bis auf die zwei hier, die muss ich dafür wegtun. Aber hier, naja. Seitdem die sehen hinten alle anders aus. Na okay, dann bringt das nichts. Hier zum Beispiel Mercedes und eine Marke, die ich nicht kenne. Naja. Hoffentlich hat euch trotzdem aber das Video gefallen, auch wenn beide Packs eigentlich identisch gleich waren. Das sind übrigens nicht die aktuellsten, die sind von 2022. Habe ich schon mal halt auf Amazon gefunden. Ja, und wo habt ihr mal geholt? Ja. Hätte ich aber gewusst, da die Beine identisch sind, hätte ich die vielleicht nicht geholt. Naja. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid und ihr würdet mich gerne unterstützen, könnt ihr das gerne tun, wenn ihr auf Abonnieren drückt. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid und ihr würdet gerne mich unterstützen, könnt das gut tun, wenn ihr auf Abonnieren drückt, weil dann unterstützt ihr mich. Und die, die es halt natürlich möchten, können immer auch einen Kommentar geben. Ja. Das war es auf jeden Fall von mir. Und mit dem Video, ciao und bis dann.